Ja, also wie gesagt, unser Hauptproblem war tatsächlich eigentlich so ein bisschen noch, was nimmt man da für einen Namen? Und da habe ich ja auch gesagt, weißt du was, warum machen wir das nicht einfach im Stream? Dann kann man auch ein bisschen mit den Leuten diskutieren, was die so von den ein oder anderen Namen halten würden. Ich behaupte jetzt mal, letzten Endes entscheiden wir das dann schon noch, weil wir müssen uns damit auch wohlfühlen, ne, sozusagen. Wenn wir uns so ein Label aufklatschen, aber ich weiß ja nicht, was da Leute so auch für Ideen vielleicht haben, was man da so für einen Namen nehmen könnte. Also, wir haben bis jetzt zwei Ideen. Und zwar ist es einmal meine Idee namens Gaming Helix, weil der Red irgendwann anfing von wegen, wir haben hier alle dieses Zocker-Game, und da dachte ich, hä, was hat mit G zu tun hier? Helix, da! Ne? Gaming Helix. Ich habe den Zusammenhang auch ehrlich gesagt Jetzt immer noch nicht verstehe ich's. ganz. Ja, der Zusammenhang ist interessant. Ich glaube, wie war das wegen, weil DNA ist ja auch so eine Helix halt und Unsere das. DNA besteht aus, also bei uns heißt Ja. es die Doppelhelix, weil das zwei überkreuzende DNA-Stränge sind. Und dann würde ich sagen, Gaming Helix, weil wir alle haben ja diese Veranlagung, dass wir Videospiele lieben, und deswegen Gaming Helix. Ja. Domi, merkst du was? Das muss man Okay. Leuten auch nur eine halbe Stunde erklären. Das ist ein super Name. Der Ike hatte Bio-LK, ne? Ah, nee, ist schön. Also, ja. Da ist wieder das Niveau hier. V Doppelhelix. vielen Dank im Ah. Übrigen, Troublemaker. Das ist mal ein schönes Kompliment, finde ich gut. Wenn ich extra wegen meinen Haaren geschaut wäre, finde ich das auch irgendwie geil. Wenn ich jemand endlich mal nachfärben würde, wäre ich selber mit meinen Haaren zufrieden, aber okay. Hast du denn Das, jetzt die Farbe bestellt oder? nee, aber das liegt daran, dass ich momentan ein ganz simples Problem habe. Wenn ich auf Amazon gehe, dann möchte ich 1000 Sachen kaufen und ich muss sehr genau überlegen, welche davon ich mir leisten kann. Wobei Genau, das es. Gaming in der DNA verankert. Genau das. Ja, genau. Ja. Habe ich immer noch nicht gecheckt. Sachgrenzfeld, super. Macht das Ja, schön. also ganz simpel gesagt, das, was Noodle gerade auch schrieb, Gaming in der DNA verankert. Ich glaube, Domi, ich glaube, du hattest mir das auch so schön bei Skype geschrieben, wo wir da die Tage so kurz hin und her gechattet hatten, von wegen Hauptsache nix mit LP oder Gaming oder sowas im Namen, ne? Das habe ich mir gedacht, ja. Ja, ich bin geneigt, da ein bisschen zuzustimmen, weil, also ich selber habe auch mal so diesen Effekt, weißt du, auch wenn ich in englischen Channels unterwegs bin, hier auf Twitch, ne? Dann sehe ich irgendwo einen Namen, der hat LP im Namen und denke mir sofort, ist ein Deutscher. Und der ist 12. Ich bin aber nicht der Höchstens. 12. Es Ist ja gut, dass wir vom Reden wegkommen. trifft auf die Masse zu, weißt du, das ist so das Ding. Und alles so mit, ah, Gaming, Nerd, Fail, das hat jeder. Das hat echt jeder. Ich meine, okay, ich habe selber hier Retro Gaming, okay. Aber da habe ich wenigstens noch mit meinen Retro, Red, Redro, ne, da ein bisschen rumgetrickst irgendwie. Drogen. Redrogen. Genau, Redrogen. Redrogen Gaming. Ja, genau, ich verstehe. Ja, Ah. deswegen stehe ich auch auf Sachen wie Res und sowas, weißt du, diese ganzen LSD-Simulations-Shooter und so, das ist. Passt, Ah, passt, ja. passt zu dir. Ja, ich mache halt lieber virtuelle Drogen, weißt du? Die haben auch nicht so die Nachwirkungen. Außer ein bisschen Flimmern vor der Augen, aber das ist normal. Ja gut, dann nochmal zur zweiten Idee. Das war Domis Idee. Ja. Also meine Grundidee wäre ja Stream Troopers, aber das ist ja meine eigene Wortschöpfung. Auf die konnten sich die anderen nicht einlassen, nicht so richtig. Deswegen habe ich Stream Splitters vorgeschlagen. Ich hätte etwas Trippers gesagt. Ich meine jetzt. Hallöchen, Spider Boy. Peinlich, aber Ja, gut, Splitters. manchmal Das weiß ich war eh der. nicht, ob wir uns nicht irgendwas eingefangen haben, aber ja, sehr schön. Nicht, Hallöchen, in dem Fall Styler nicht. Boy. Der Styler Boy 396 im Übrigen ist mein Bruder. So, weißt Ach du so, Bescheid. okay. Meine Ah. Familie guckt zu. Boah, jetzt sind wir Sehr Fame. schön. Domi, wir sind Jetzt Fame. schon? Hm? Ja. Ja. Morgen sind wir Sehr alle gut. Partner. Was? Ja, das ist der große Masterplan natürlich dahinter. Also ich weiß Ja. nicht, wie das beim Domi jetzt ist, aber also Eki und ich, wir haben beschlossen, wir werden nämlich Twitch-Partner, Domi. Ja, Nö, wir haben da gerade Willst du privat noch ein nicht? bisschen geredet, wo du uns noch leise gemacht hast. Und Ach so. er hat Genau, das ist eigentlich. schon wieder umentschieden. Er hat Ach eigentlich so. im Grundprinzip das, was ich drin hatte, bis du dann in der Minecraft-Folge gesagt hast: Nö, dieses Jahr werden wir beide jetzt Twitch-Partner. Punkt. Ende Du vorbei. musst ja nicht, damit ich das halt alleine. Jetzt hat. Nee, du hast es jetzt für mich mitentschieden, jetzt ziehe ich das mit Ach durch. so. Ja, Ach so ist es halt so. so.
Ja, über den freien Willen diskutieren wir später, den schreibe ich mir auch mal auf die Liste. Okay. Ich wusste jetzt nicht, dass ich dich da jetzt einfach so mit reingezogen habe, sozusagen ungewollt, ja? Also. Hallöchen, Haunter. Ist ungewollt. Ja, also. Aber so heißt doch Unges Sohn. Boah. Der Eki ist im Übrigen auch derjenige, der wirklich am schlimmsten bei YouTube und sowas unterwegs ist, ne? Domi, nur dass du vorgewarnt bist. Also der kommt mit Leuten teilweise an, wo ich denke, wer sind die Horste? Die kenne ich alle gar nicht. Ah, okay. Das soll verzeihen Ihnen fragen, ja? Ja. Ja, ja, also den Fachgebiet YouTube, echt. Also der kennt da hinten so einen Kunst, wo ich manche echt nur so vom Namen her kenne, mir denke, um Gottes Willen, habe ich doch nichts mit am Hut. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier gerade mit meiner Stadt anstelle, aber es. Du baust einfach Quergebiete rein und. Muss ja. ich das gerade überhaupt machen? Es sieht das muss ich gar nicht schön machen. Aus, muss man schon sagen. Ich könnte mal eine Feuerwehr bauen, weil bevor hier alles gleich brennt und alle sich beschweren, ist das eine Idee vielleicht. Dann müsste aber ein Jago hier sein, weil ein Jago bringt immer alles zum Brennen. Weißt du, ich habe mal mit ihm Sims gestreamt eine Zeit lang. Sein Sim hat an einem Tag die Bude 20 Mal abgefackelt. Mhm. Zugegeben auf seine Art beeindruckend, aber warum darf ich das da nicht bauen? Genau, erst muss ich meine Wette verlieren, dann kommt die Partnerschaft. Welche Wette denn? Ich habe mit meiner Freundin, die Lore, habe ich gewettet, ne? Wenn ich es schaffe, bis zu Gamescom einen konstanten Viewerschatz von 100 Leuten zu haben, was es klingt unmöglich, ich weiß, ja, aber wenn es soweit ist, dann darf sie mir mit aller Gewalt die Beinhaare mit Kaltwachsstreifen rausreißen. Ah. Ja. Natürlich onscreen. Ja, also mein Vorschlag war auch, das einfach direkt auf der Gamescom dann live zu machen, aber da wurde irgendwie nicht weiter drauf eingegangen, verstehe ich überhaupt nicht. Das wäre eine Idee. Ja, dann müssen wir. Da wären wir dabei, oder? Bist du eigentlich auch auf der Gamescom? Ich meine, wenn wir da jetzt cooles Team machen, dann können wir ja unseren Stream-Buddy hier dann unterstützen. Halten wir Händchen oder so. Einer die linke, einer die rechte. Dann sind wir ja wirklich bei der nächsten Gamescom auf einer Twitch-Bühne. Also, ich weiß es noch nicht. Also ich sage jetzt natürlich, wir halten ihm Händchen. In Wahrheit werden wir ihn wahrscheinlich einfach noch festhalten müssen, damit die Haare kommen. Aber ja. Ihr müsst mich festhalten, damit ich nicht abhaue mit den Streifen, die angeklebt. Nein, ich hab's mir anders überlegt. Lass mich. Richtig. Wenn du dann aber entkommen solltest und mit den Kaltwachsstreifen dann noch an den Beinen durch die Gegend rennst und Leute dich komisch angucken, sag ihnen einfach, du machst gerade hier Beauty Palace Cosplay. Ist super. Wäre auch eine Idee für deinen YouTube-Channel dann. Beauty Palace. Für den YouTube-Channel auf jeden Fall, ja. So. Hallöchen, Hotzalsa. Den kenne ich auch. Ich nicht. Ah, schön. Aber hi. Nee, sehr schön. So, ich lass mal hier meine Stadt gerade nebenbei laufen. Ja, also ihr seht schon, wir sind so ein bisschen rumüberlegen und außer mehr rumalbern als wirklich ernsthaft zu irgendwas kommen, ist es noch nicht sehr weit geschafft hier. Aber wir arbeiten daran. Wir arbeiten. Ja. Zumindest könnte ich arbeiten, so. Aber... Ich lasse das hier mal ein Momentchen jetzt einfach laufen. Mhm. Ah, was ist hier denn los? Ja, wir machen eigentlich... Ich habe nebenbei irgendein Spiel laufen, damit es nicht nur nach Bildschirmschoner aussieht und eigentlich quatschen wir über alles mögliche heute rum hier. Wir haben gerade unseren Masterplan erzählt. Ja. Wir haben auch schon eigentlich beeindruckend viele Themen abgegrast gerade. Das finde ich schon wieder sehr schön. Es kam schon so einiges auf den Tisch. Es wird auch noch so einiges auf den Tisch kommen. Das meinte ich halt. Wir springen einfach so bam, 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 bam. Ja. Keine Zeit zum Nachdenken, einfach nächstes Thema. So, was machen wir jetzt? Jetzt kommt das Thema Kannibalismus. Nee, das lassen wir, glaube ich, nee. Wenn's schmeckt, schön. Draußen liegt gerade Schnee, ich denke nicht über Grillen nach, da ist Kannibalismus gerade nicht so angesagt für mich. Gut, Fili muss schon wieder weg. Ja, die wünsche ich auch noch viel Spaß. Ja, obwohl viel Spaß wünschen ist relativ, ne? Noch Hausaufgaben machen, dann ich wünsche mal lieber viel Erfolg. Ja, ich bin da. Ich bin dabei. Ich wurde hier so reingeschleppt. Ganz genau. Der durfte sich nicht wehren. Der Domi ist dabei und der Eki ist noch im Hintergrund. Hallo. Steht auch oben im Titel die beiden Namen extra einmal reingeschrieben. Ihr dürft den beiden im Übrigen auch gerne folgen. Ich meine, ich würde jetzt ja hier nicht mit denen rumquatschen, wenn die nicht auch selber hier auf Twitch selber toll senden würden und bei Twitter auch aktiv sind. Ich glaube, der Domi ist ein bisschen deutlich mehr aktiver als der Eki, ne? Ja, Twitter kommt einfach nur, hey, ich bin online, danke für den Stream und das habe ich gerade gekocht. Ja, so. Stimmt, stimmt. Was für ein Kochstream?
Und Kochstream, das wäre auch super, ja. Oh ja. Und machen wir irgendwann mal Kochstreams? Ich habe nur eine Mikrowelle. Da kann man eine Cam draufrichten. Ich habe nur eine Mikrowelle. Schön. Das wäre mal so ein Experiment. Machst du den Mikrowellen-Popcorn rein oder sowas und dann geht da die Luzi ab. Das wäre doch mal geil. Gucken, was passiert, ne? Ja, Popcorn dann stream halt. Oder so. Popcorn Plays Pokémon, ja, genau. Ah, schön. Das wäre doch mal eine Idee wert, finde ich. So, was haben wir da? Winzige Kleinstadt. Oh, das ist aber süß. Was? 1100 Leute habe ich hier schon. Meine Güte, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Bei mir stehen nur 12. Ah, schön. So, ja, ich lasse das hier mal einfach ein bisschen laufen. Die Stadt wächst und gedeiht gerade und bisher hat sich noch keiner beschwert, dass irgendwelche Probleme da sind. Ich muss mal eben ganz kurz hier ein bisschen rüber tappen, nicht wundern. Tap, tap, tap. Ja, ja, ich tapp hier überall so durch die Gegend immer. Das ist ja nichts Neues bei mir. So, machen wir das mal einmal so und einmal so. Ich verschiebe hier nämlich gerade fröhlich Dinge. Ach ja. Nee, aber wie ich gerade sagen wollte, ne, mal eben hier kurz ein bisschen Werbung machen, auch wenn die Leute gerade bei mir alle gucken, aber ihr hostet ja auch ganz brav und wie gesagt, also den beiden hier kann man auch sehr gerne folgen, lohnt sich auf jeden Fall. Wollt ihr mal eben ein bisschen Eigenwerbung machen, was ihr eigentlich selber alles so streamt oder sowas? Weil gerade für meine alles Viewer dann sind die vorgewarnt. Vorgewarnt oder freudig erregt, was demnächst alles so geht. Hauptsache streame ich Wii U und PC-Spiele. Also sowas wie Smash gibt's bei mir sehr oft oder auch Deponia 3 bin ich gerade am machen und danach kommt hier, wie heißt es nochmal, mit dem Hasen da, Night of the Rabbit, ja. Das auch von der und ja, eigentlich alles mögliche, worauf ich Lust habe. Und ich arbeite schon seit 4 Jahren an einem No-Death-Run-Versuch in Super Mario World. Oh ja, das ist immer super. Also ich habe das Gefühl, er kommt auch, jedes Jahr kommt er ein gefühltes kleines Stückchen weiter, aber ich weiß noch nicht, wann er es tatsächlich mal irgendwann schaffen wird, in Super Mario World ohne einmal zu sterben durchzuspielen. Aber du arbeitest oder? Dran. Das ist schon, es ist schon so ein bisschen sterben Selbstfolterung. Es ist schön, auf jeden Fall. Das ist ein VR-Stream, wo man Leute dann dabei zugucken kann, wie sie mit dem offenen Mund verwirrt in der Gegend rumgucken. Aber das ist eigentlich auch eine gute Idee. So Virtual Reality Streams, die werden bestimmt super, oder? Ja. Das kommt irgendwann mal. Und dann noch Subnautica-Spiel. Dieses Survival-Spiel im Wasser, davon ich mich, von dem ich jetzt. So verwirrt bin ich ja auch, wenn ich Outlast spiele. Das habe ich ja mal probiert. Auch mit Ken. Ich spiele eigentlich alles, was hier auf der Xbox landet. Fast alles. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du probierst auch wirklich eine Menge aus, auch ich wenn es aus, eigentlich ja, nicht so im ersten Moment eigentlich so dein Genre ist, sogar, ne? Also du nimmst sogar Sachen, wo das ist ja charmant. Ja, ich meine es jetzt im Sinne von, du bist da sehr experimentierfreudig einfach, du lässt dich wirklich auf sehr viele Sachen einfach ein. Das finde ich eigentlich aber auch sehr schön, weil manche Leute sagen ja so, ja, jetzt kein Shooter spiele ich nicht, ich spiele nur Shooter. So, und dann also muss das auch alles Shooter ja, sein. Du hast eigentlich alles. Ich spiele ja gerne Spiele wie Action-Spiele, Action-Adventure, also Tomb Raider oder Gears of War, Telltale Games mag ich. Das spiele ich, das kann ich eigentlich. Aber ich versuche trotzdem nur Sportspiele noch, weil ich das eigentlich ganz spaßig finde mit Freunden. Aber das kann ich halt nicht. Rennspiele mag ich auch, das kann ich aber auch nicht. Ja, Shooter mag ich, kann ich aber auch nicht. Also bei dir ist es so ähnlich wie bei mir, da gibt es eigentlich nur jemanden, der die ganze Zeit am Rumfailen ist, zu sehen. Ja, ja, schon. Also ja. Sehr arg, ja. Also das ist schön. Ich mag die Spiele halt, weil ich die Spielmechanik schön finde oder es mit Freunden halt cool finde. Aber wenn man dann immer nur verliert, ist es auch nicht schön. Das ist dann schade, aber... Dann nutze ich die Gelegenheit, mit Freunden zusammen zu spielen und genieße das dann, als dass ich hier irgendwie auf Großerfolg aus wäre. Oder halt mit der Community im Chat, das so aktiv ist, kann man auch gut spielen. Zum Beispiel Smash. Oder wenn du ihre Mario Maker Level spielst. Das ist ganz lustig. Das habe ich ja nicht, ne? Ja. Wobei aber du da aber ja... wir uns ja alle gegenseitig. Das war ja auch ein Kerngedanke von Red. Eben. Das war ja auch so mein Gedanke, weißt du, dass wir alle zocken irgendwie schon so ein bisschen was anderes. Also es gibt zwar schon so ein paar Sachen, wo es sich so ein bisschen überschneidet, ne? Ich meine, ich habe zum Beispiel auch eine Wii U, ich zocke auch ein bisschen was am PC, aber ich zocke halt andere Sachen. Also ihr beide seid insgesamt deutlich mehr PC-Game als ich es bin. Wo fährt diese Polizeistreife hin? Aufs offene Meer?
Beobachte das jetzt mal. Das ist sehr interessant. Ich dachte mir, ich klick mal auf das Auto und guck mal, wo die hinfahren. Aber da geht's ja nicht weiter. Wo wollen die hin? Also der Hot Salsa fragt nach The Division. Ich habe die Alpha gespielt, die fand ich sehr cool. Das wäre zum Beispiel auch nicht so ganz mein Ding. Da sind die Beta und das Spiel ist auch vorbestellt. Also das könntet ihr bei mir ab März dann auch sehen. Das sagt mir gerade gar nicht. Das wäre auch was mir sehr gefallen würde. Ist ein Open-World-Action-Adventure. Okay. Multiplayer-Ding. Ist das nicht auch das, was einfach technisch extremst beeindruckend aussah? Ja, da haben sie also noch so ein paar Demos gezeigt. Die Alpha sah schon extrem gut aus, fand ich. Ich wollte gerade sagen, also was ich so optisch davon gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt. Story-mäßig wurde nicht so viel verraten, aber ich glaube, da kommt was Großes auf uns zu. Wo wir jetzt bei Neuerscheinungen sind, bei mir, für Leute, die es interessiert, gibt es dann auch, sobald es raus ist, denke ich, Pokémon Tekken Tournament. Ja, da warte ich zum Beispiel noch ab. Das Thema hatten wir ja privat letztens kurz, ne, weil ich gesagt habe, ich mag ja schon Prügelspiele, ich weiß halt nur nicht, ist mir das komplex genug sozusagen? Ich find's einfach geil, dass man mit Pokémon gegen Pokémon kämpft. Ja. Ich feier das. Ja, aber du spielst quasi das Pokémon. Eben, aber als Prügelspiel. Stell's dir einfach so wie Tekken oder sonst was vor, halt mit Pokémon aber. Also kann man mit Pikachu da den Pummel fahren. Ja, ganz genau. Du hast halt wirklich direkte Kämpfe. Nicht spielen, aber Pikachu kann man auf jeden Fall spielen, ja. Ja. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Das ist voll an mir vorbeigegangen. Ja, muss ja nicht jeder das Gleiche mögen, ne? Wie ich schon sag, ich kannte ja hier Division jetzt nicht. Mhm. Und wo mich bestimmt andere angucken und mir ins Gesicht schlagen wollen. Ja, das ist, ich glaube, so gerade im PC-Bereich im Zweifelsfall auch schon einer der Titel, der da ein bisschen sehnsüchtiger erwartet wird, gerade weil grafisch einfach auch sehr, sehr cool aussieht. Hot Salsa im richtigen, also im englischen Titel davon heißt Pocken. Und ich glaube, ich weiß, warum es auf Deutsch nicht Pocken heißt, einfach weil niemand möchte wirklich Pocken haben. Ne, also das macht schon Sinn. Wie heißt es dann auf Deutsch? Pokémon Tekken Tournament. Weil das ist ja auch von den Machern von Tekken und von Namco. Also das Namco macht das Ganze eben richtig. Und ja, habe lustigerweise vor ein, zwei Tagen erst noch ein bisschen Soul Calibur 4 mal wieder gespielt und hab dann voller Freude festgestellt, dass ich die ganze Scheiße nochmal alles neu freischalten muss, weil andere Xbox, toll, ist ja nichts online. Achso. Und ich muss mal noch was anderes rausfinden. Ich habe nämlich meine Charaktere nicht, die ich mal gekauft habe auch. Es gab ja hier Darth Vader und sowas zum Beispiel, die habe ich alle nicht gerade. Mhm. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von, dass ich die nicht mehr habe. Die hätte ich nämlich ganz gerne wieder. Weil da habe ich auch Geld für bezahlt. Und ich muss mal gucken, wie ich da wieder rankomme halt. So, habt ihr genug Strom? Da hatte ich mal anscheinend kurz nicht genug Strom hier. Warum hast du keinen Strom? Du hast doch Strom. Lüg doch nicht. So, man sieht im Übrigen hier schon, ne? Es wächst und gedeiht. Mhm. Innerhalb von Minuten hast du eine Metropole hingezimmert. Minuten ist relativ. Wir sind jetzt hier schon fast eine Stunde zugange, Jungs, ne? Also. Oh, wirklich? Oh, Grazfeld sagt Soul Calibur. Hassliebe. Richtige Hassliebe. Richtig geiles Spiel. Das geht bei mir eigentlich. Bei mir ist es eigentlich ziemlich große Liebe sogar. Ja. Genau, Nudel. Das ist eine gute Idee. Guter Service. Oh, danke. Das ist super. Das ist mal nett, Nudel. Vielen Dank. Das finde ich sehr gut. Immer alle Links raushauen. Irgendwas levelt da gerade auf. Sehr schön. Naja, ich mach das ja eh gerade nur nebenbei. Hast du eigentlich auch noch immer unbegrenzt Geld oder hast du das inzwischen umgestellt? Ich hab das noch an, ja. Aber das ist auch gar nicht mal dramatisch. Also doof gesagt, ich hab auch gerne unendlich Geld, einfach weil man am Anfang mal eben schnell das grundsätzliche Straßennetz hinbaut und nicht so nach und nach das machen muss. Ne? Aber ich hab gerade eh ein Plus von 2270. Ich hab ein Plus an Einwohnern, das steigt also nach wie vor. Hallöchen, Rukalus. Jetzt guckt auch noch der alte Arbeitskollege von mir rein. Die Links funktionieren anscheinend nicht. Oh, nee, ja, kann ich auch was. YouTube bieten. Ja, YouTube habe ich auch. Danke für den Link. Ja. Da fehlen die Leerzeichen. Deswegen gehen die nicht. Sehe ich auch gerade, ja. Hat Twitch die vielleicht nicht ganz übernommen. Aber warte mal, das kann ich auch eben. Warte mal, ich tapp mal eben da ganz kurz raus. Das mache ich mal eben manuell nochmal.
Darf ich das bitte mal... Mann, 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 Mann. Komm mal her, Chat. Wo bist du denn da? Ach, Lau macht das gerade. Macht das gerade schon. Wunderbar. Alt? Wer ist hier alt? Na gut. Lorfuchs ist ganz fleißig. Alles gut. Lorfuchs alt? Ich bin bald alt, aber ich verschweige ja allen, wann mein Geburtstag ist. Ha, ist nämlich nicht mehr lange. Hm? Oh, ich sehe es bestimmt wieder an Facebook oder Skype. Ich stell das überall aus. Schnell noch stalken es, gehen. Es reicht ja, ja wenn schauen. Ich... schaut mal schnell nach, dann mache ich es danach aus. Ach so, ja, das mit den Absätzen, da, das kenne ich. Richtig. Dann kam das dadurch gerade mit den Leerstellen, mit den fehlenden. Ach ja. Man sieht im Übrigen hier schön die Verschmutzung, ne? Industriegebiet ist immer ganz toll. Ich weiß schon, warum ich das mittlerweile eigentlich sehr, sehr großzügig immer auslager. Ach ja. Soll ich euch sonst mal einmal, so rein interessehalber, mal eine etwas größere Stadt zeigen, wo ich was gemacht habe? Ja, kannst du schon ganz gut aus. Oder kannst auch eine andere zeigen? Ja, also ich muss sagen, ich bin auch mal so ganz beeindruckt, dass ich mal so, oh, das sieht voll toll aus, das sind schon so viele Leute. Gib dem Ganzen mal ein paar Stunden. So, machen wir mal eben speichern. Neuer Spielstand, ja. Bist du noch nicht so überzeugt? So, Streamington nennen wir das Ganze. Nee, Steam Cloud und alles will ich nicht. Ich finde das immer super, hier steht doch nirgendwo speichern, sondern oben rechts in der Ecke steht immer verpacken. Mhm. Das, Tommy, was spielst du eigentlich als nächstes? Ich muss noch Gears of War 3 zu Ende spielen. Das steht aktuell noch an. Achso, frag das. Genau, Gears of War 3 und da mal gucken. Ich habe noch diverse Sportspiele, die ich mal spielen wollte. Also FIFA, nochmal ausprobieren. FIFA habe ich leider nur Teil 14. Und leider, NBA, leider nur. Hab ich auch noch. Leider nur, sagt er. Weißt du, was der letzte FIFA-Teil ist, den ich mir gekauft habe, den ich hier habe? FIFA 97. Auch schön. Da hat Rudi Völler noch eine Pixelmatte. Weißt du Bescheid? Was ich eher, wo ich eher interessierte, wäre, mal ein Madden NFL zu holen. Ja, das habe ich schon mal gespielt, aber da habe ich überhaupt keine Ahnung von, wie man das spielt. Okay. Das verstehe ich nicht. Ja, das nächste große Spiel wäre wahrscheinlich dann schon The Division ab März. Was ich dann spiele. Ich schwanke immer noch, ob ich Far Cry Primal spielen soll. Ich weiß es noch nicht. So, da habt ihr mal nebenbei eine etwas größere Stadt. Wo ich auch... Ich zeige euch mal ein bisschen von oben hier. Wo ich nämlich direkt so ein paar Gebiete anders aufgebaut habe, weil das untere Gebiet hier zum Beispiel... Das untere mittige Gebiet hier ist komplett hauptsächlich tatsächlich Industrie, ist auch verschmutzt wie sonst was, ist aber irrelevant, weil das Gebiet oben links ist halt eigentlich hauptsächlich Wohngebiet mit bisschen Läden dabei und rechts das Gebiet ist das, wo mittlerweile auch die ganz großen Gebäude stehen, was ja dicht besiedelt ist, wo Bürogebäude dabei stehen und sowas. Mhm. Ich kann mal ein bisschen rangehen, das mal zeigen. Sieht aber ganz interessant aus, ne? Ja, also ich bleib wie gesagt, aber ich mag wirklich einfach die Optik auch von dem Spiel. Ich schalte das mal hier um, da hat man die ganzen Anzeigen mal nicht und sieht man nur ein bisschen was vom Spiel. Nee, ist ganz schön. Also ich mach das schon ganz gerne mal. Hallöchen, WK Luca. Hallöchen. Hey, WK Luca. Ich schweb mal eben rüber. Sportspielen kann Nudeln nicht anfangen, schade. Können viele nicht. Das ist ja auch die Simulationssparte, wenn man das so, also wenn man wirklich so FIFA und so denkt. Mhm. Und The Division habe ich die Limited Edition vorgestellt bei Games Only AC. Und ja. Holst du dir das eigentlich für den PC dann oder wo holst du das? Auch für die Xbox One. Für die Xbox One dann, okay. Mhm. Wie ist das eigentlich bei dir? Ich meine, du bist ja auch dankbarerweise, sage ich jetzt mal, so in der Position, dass du sagen kannst, du hast halt eine aktuelle Konsole, du hast aber auch einen recht aktuellen PC. Bist du dann eher so derjenige, der dann sagt, ich hole mir Sachen eher für die Konsole oder eher für den PC oder schwankt das so von Spiel zu Spiel auch bei dir? Also ich habe in der Vergangenheit ganz viel mit ganz viel für den PC gekauft. Mhm. Aber jetzt habe ich die Xbox hier wieder stehen und
kaufe in der, ja, aktuell kaufe ich ein bisschen mehr für die Xbox, weil das einfach am Fernseher schöner ist. Der Fernseher ist natürlich deutlich größer als der Monitor und deswegen spiele ich zurzeit mehr an der Konsole. Und die Community ist einfach auch, finde ich, stärker vertreten bei der Xbox als beim PC. Ich glaube, das ist dann auch immer so die spannende Frage, ne? Dieses klassische, wo hat man mehr Leute, wenn man dann auch mal zusammen zocken möchte, ne? Ja, eben. Von daher bin ich momentan mehr auf der Xbox unterwegs. Aber PC ist auch noch gut. Also mein PC, der spielt eigentlich die gleichen Spiele, rein technisch gesehen, wie die Xbox. Von daher leistet er auch noch viel, aber zurzeit ruht er mehr, als dass er leisten würde. Ja, das kommt mir aber bekannt vor, das kenne ich wohl sowas. Ja, das mit dem PC ist immer so die Frage, ne, ob der das dann immer mitmacht. Ich kenne das ja selber. Also so ein paar Sachen kann ich hier machen, ja. Läuft auch. Ich war mir halt auch gar nicht sicher, ob das jetzt zum Beispiel hier funktionieren will. Ich habe es aber dann heute Mittag extra nochmal ausprobiert, weil sonst wird jetzt hier gerade ein bisschen Minecraft oder sowas laufen. Wobei ich mir dachte, zum nebenbei quatschen will ich kein Spiel, wo jetzt, doof gesagt, jetzt Final Fantasy wäre doof, ne? Wenn wir uns hier ein bisschen daneben mal unterhalten wollen, ist ein Spiel, wo riesen Story passiert, wäre nicht sehr passend halt, ne? Das stimmt. Wobei ich mich auch frage, ist, weil Microsoft, also Xbox gehört ja zu Microsoft und so, und da frage ich mich, man hat ja auch die Möglichkeit, eigentlich so ein Cross-Gaming zu machen zwischen PC und Microsoft, weil es ist ja eigentlich der gleiche Betrieb, der das vertreibt. Ich finde das irgendwie schade, dass es so, dass es nicht gemacht wird. Vieles ist ja noch über die Entwickler, wo Microsoft nur der Anbieter ist oder so ähnlich. Also... Ich meine, dass einerseits Play, die nicht das? Mit der Wii U zusammen kompatibel ist, ist verständlich, ne? Aber PC und was soll Xbox auch Spiele geben? Eigentlich? Naja, Spiele, die von Microsoft vertrieben werden in Zukunft, wie Fable Legends zum Beispiel, die dann wirklich plattformübergreifend sind. Und jetzt hat ein Entwickler gesagt, dass, oder irgendwer, der bei Microsoft was zu sagen hat, dass zukünftig alle Spiele, die über Microsoft direkt entwickelt werden, plattformübergreifend angeboten werden sollen. Wobei das aber nicht immer Sinn ergibt, wenn ich da mal kurz Einspruch erheben darf, weil spätestens wenn wir jetzt zum Beispiel sowas wie einen klassischen Shooter haben, sag ich dir, ja, spiele ich gerne mit einem Patch, ich spiele Shooter echt gerne an der Konsole, aber jemand, der mit Maus und Tastatur hat einfach eine andere Reaktionsgeschwindigkeit. Das ist nicht ausgeglichen. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie man sowas dann gestaltet, ne? Weil ich sag mal, es gibt ja Möglichkeiten, das trotzdem zu gestalten, aber 1-1 wäre sowas einfach kompletter Humbug in dem Moment. Und letzten Endes ist es ja aktuell tatsächlich aber auch so, dass auch Microsoft so ein paar Sachen ja nicht wollte, ne? Weil ich weiß zum Beispiel, dass im Falle von Final Fantasy XIV Square Enix schon gesagt hat, wir würden gerne hier auch mit dem PC-Fassung, wie sieht's aus? Microsoft hat gesagt, nö, ist doof. Und Sony hat gesagt, macht, was ihr wollt. Ja, dementsprechend ist es jetzt halt exklusiv im Konsolenbereich nur auf der PlayStation gelandet. Aber du kannst hängt das mit irgendwelchen Auflagen zusammen, die im Sinne von Microsoft nicht erfüllt wurden. Ich weiß gar nicht, wie ist das hier bei Elder Scrolls Online und sowas eigentlich? Zockst du da mit den Leuten auch, die auch am PC spielen, oder bist du da auf Konsole alleine? Auch wiederum auf Konsole beschränkt und PC. Was doch aber halt albern ist, ne? Weil gerade bei so einem Spiel sehe ich jetzt nicht so den Punkt, wie zum Beispiel bei so einem Shooter, dass ich jetzt sagen würde, ja, aber ein PC, der hat ja auch viel mehr Möglichkeiten. Nee. Aber bei einem Rennspiel ist jetzt nicht anders. Naja, es ist schon... Beim Rennspiel würde ich sogar fast noch so sagen, dass du fast schon eher noch Vorteile hast, sogar an der Konsole, weil du doof gesagt standardmäßig immer ein Pad hast. Nicht jeder PC-Spieler hat ein Pad, und bei Rennspielen Stick... Ne, schön analoge Schultertasten, kannst du einiges mitmachen, denke ich mal. Ich meine nur, dass sowas auch gehen würde, wenn das übergreifend ist. Ja. Ja. Also technisch müsste es möglich sein, aber über Rocket League, PC und PS4 geht ja auch. Und Microsoft will es nicht. Ja. Schade. Aber es ist. Weil halt im Prinzip ist es ja nichts anderes, als für beide Geräte den gleichen Server freizugeben. Letzten Endes. Technisch wäre es. Auf jeden Fall realisierbar, ne? Ja, müsste sein, aber... Also ich sag mal so, es ist... Also technisch ist es auf jeden Fall realisierbar. Ich kann mich noch dran erinnern, dass es, wo DayZ neu war, also nicht als Standalone, sondern als Mod zum Beispiel, da habe ich mich auch mal mit jemandem dann tatsächlich ein bisschen bei Twitter angelegt, weil ich ihn einfach für... Er wollte mir mit dem Argument kommen, sowas geht nur auf dem PC. Und ich habe ihn in allen Punkten das widerlegen können, weil ich das halt einfach für Unsinn halte.
Weil ich gesagt habe, vielleicht muss man dann ein bisschen Grafik abspecken und sonst was, mag ja alles sein, aber er kann mir halt nicht weismachen, dass sowas nicht auf Konsolen funktionieren würde. Ja, wir reden jetzt noch zu Ära so 360 PS3 halt, ne? Und sein Argument war halt, das wäre aber technisch nicht umsetzbar, und da konnte ich dann halt dagegen halten, dass einerseits sowas wie Battlefield funktioniert, dass sie da eben immer nur die Hälfte der Spieler auf den Konsolen hatten, liegt letzten Endes daran, dass sie es nicht besser umgesetzt haben, aber nicht, dass die Konsolen es nicht packen, weil, als ein Beispiel konnte ich dann zum Beispiel nennen, gab es hier einen Shooter auf der PS3, nennt sich Mac einfach nur, und da hast du auch 100 Leute, glaube ich, gleichzeitig oder sowas auf einer Map, das geht. Sowas wie Final Fantasy XI, auch Online-Rollenspiel, lief auf der PS2. Also erzähl mir, ne, soll mir halt da keiner hinkommen und sagen, ja, aber das kann man ja auf Konsole nicht machen, dass da, weiß nicht, vielleicht 50 Leute auf einer Map sind. Natürlich kann man das machen. Hängt nur davon ab, ob der Programmierer in der Lage dazu ist, ne? Ganz hart gesagt. Ja, das stimmt. Und das ist immer so ein bisschen eine Frage. Das ist ja oft einfach so, weißt du, wenn ich mir so manche Spiele angucke, denke ich mir, ja, ist nett, aber warum ruckelt es hier und warum glitscht es da? Ne? Und dann gibt es andere Spiele, wo ich einfach denke, guck mal, geil, endlich mal ein Entwickler, der die Hardware mal ordentlich genutzt hat. Und letzten Endes ist auch das halt eine Frage, ne? Wie sieht das aus, wenn man da so Netzwerksachen macht oder sowas? Nacht, Hot Salsa, danke fürs Zugucken. Bis dann, Hot Salsa. Jo, angenehme Nacht noch. Was hat Noodle Ink da so langes geschrieben? Ich habe mir ja schon einen PC mit jemandem zusammengestellt, aber jetzt kommt erst Umzug in die erste eigene Wohnung, ein paar Möbel brauche ich noch und. Da muss der PC erstmal warten. Ja, und lustigerweise hat der Noodle mir fast meine halbe Hardware hier bezahlt, die ich hier gerade nutze. Weil mein PC ja verreckt war und der gute Noodle nämlich da einfach eingesprungen ist und gesagt hat, na gut, ich bezahle das. Was? Was? Ja, okay. Es war jetzt auch nicht ganz billig unbedingt, also fand ich schon sehr nett. Finde ich auch immer noch sehr nett, ja. Das ist auch sehr, ja, sehr schöne Geste. Ein guter Mensch, der Nudel. Ich durfte mich auch nicht wehren. Mir wurde schon angedroht, dann nimmst du es halt als verfrühtes Weihnachtsgeburtstagsgeschenk oder sonst was. Ist mir egal, ich mach das jetzt einfach. Na gut. Ich bin nicht so gut im Annehmen. Geben. Ja, ja. Geben kann ich gut, aber annehmen, so was? Ich soll was bekommen? Ach, wenn es denn sein muss. Kennt ihr das auch eigentlich so, den Effekt, oder bin ich da so alleine mit? Nee, ich kenne das schon. Oder seid ihr gute Egoisten? Jetzt haut mal raus, seid ihr gute Egoisten oder könnt ihr das gar nicht so? Ich bin nämlich unglaublich schlecht im Egoist sein. Also, ich find, man kann auch geben und nehmen, oder? Wenn mein Vater mich ständig fragt, ob ich irgendwas brauche, und ich schon sag, also ich habe ja eine neue Maus bekommen, ne? Ich habe gesagt, ja, ich könnte eine neue Maus brauchen. Okay, kriegst du was? Was? Mhm. Ja, ja. Das kann ich nicht so, also noch nicht die ganze Zeit so, ne? Und auf einmal, ja. Nee, jetzt habe ich hier eine neue Maus. Ja. Einfach mal so. Einfach mal so, weil ich es brauchte. Ist schon schön, ne? Ja. Gott sei Dank, ehrlich. Gott sei Dank nimmt lieber an, als zu geben. Ja, aber ganz ehrlich, ist es halt wenigstens ehrlich. Das finde ich aber auch okay. Ich finde das ja jetzt nicht schlimm. Oh, ich gebe gerne, ich nehme auch gerne. Also beides geben und nehmen finde ich nett. Ein Geben und Nehmen ist ja immer, wenn es fair ist. Also ich würde jetzt von keinem was nehmen, der nichts hat. Nee. Ja, das würde ich auch nicht. Das sowieso nicht bei mir. Aber ich tue mich generell wirklich ganz schwer damit, weißt du, weil ich glaube, Eki, wir beide hatten letztens so ein ähnliches Thema mal, ne? Diese Sache mit den, wir sind doch auch so ein bisschen verwundert, immer so zum Beispiel so Sachen wie YouTube oder sowas, ne? Wir machen da irgendwas und dann kommen dann Leute und sagen, ah, oh, das ist aber voll das coole Video, und ich sitze halt zum Beispiel da und denke mir, aber ich mach doch gar nichts besonders. Ich habe jetzt gerade 11 Uhr und denke mir, ich sitze doch hier nur und klick irgendwie rum und ja, quatsch irgendwas. Das, weißt das du war so, aber keine Privatunterhaltung, das war während des letzten Quizzle-Streams. Ja, genau, stimmt, da hatten wir das, ja. Den man sich im Übrigen auf YouTube angucken kann, beim Eki oder bei mir auf dem Channel, ja. Was? Kann man? Ja. Den letzten? Dann muss ich den ja noch hochladen. Warte, was mach ich da mal jetzt eben? Aha! Ja, wieder faul? Ich dachte ja nicht, dass wir den jetzt wirklich nochmal auf Twitch, auf YouTube exportieren. So. Das war nämlich erstmal nur so eine Idee von dir. Ja, nee, den musst du jetzt nicht extra machen, nein. Wo ist er denn? Also kannst du natürlich, wenn du magst.
Wie lange haben wir das letzte Mal gequatscht? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir waren... Fast 5 Stunden. 5 Stunden oder so waren wir... 5 Stunden, das schaffe ich immer nicht. Das beginnt ja immer so. Hey Red, lass uns mal eine Stunde Plauderspiel machen. 5 Stunden später. Nein, Moment. Einspruch. Beim letzten Mal hat es nicht so angefangen. Beim letzten Mal war es nur ein... Wir wollten eigentlich wegen ein paar völlig anderen Dingen reden und kamen dann zufällig darauf, dass wir beide so festgestellt haben, boah, irgendwie haben wir dieses Jahr, warum auch immer... sehr viel gesendet, aber wir haben auch viele Follower bekommen. Es hat einfach unglaublich Spaß auch gemacht und wir wollten uns beide den Tag auch frei nehmen. Ich weiß nämlich noch, dass ich dich gehostet habe, Domi, und halt auch irgendwie über Twitter extra geschrieben hatte, von wegen, no, ich mache heute hier einen Laune, aber ihr könnt ja hier mal hier, ich glaube, Gears of War, irgendwas hast du, 1, 2, 3, irgendein Teil hattest du da gespielt. Ne, hab dann extra irgendwie auch geschrieben, hier, könnt ihr da ja reingucken, ist lustig, tralala. So, dann landete ich später ne, in Skype hier mit Eki dann. Dann fingen wir an zu quatschen und stellten dann auf einmal fest... Da haben wir übrigens auch geplant, wir jetzt, wegen der Stream-Gruppe. Ja, und dann haben wir so ganz spontan festgestellt, jetzt wo wir so drüber reden, haben wir eigentlich doch Bock zu streamen. Scheiße, wir wollten eigentlich nicht streamen. Und dann kam mir auf die Idee... Ja, und dann war das noch so dieses spontane, boah, wie lange haben wir schon nicht mehr dieses Late-Night-Stream gemacht? Dieses, wir quatschen halt einfach rum, ne? Irgendwas und ja, dann 5 Stunden später, boah, Alter, wir haben gerade 5 Stunden gestreamt. Sehr spontan. Also spontan können wir am besten, das ist immer super.